Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir mal wieder Wer wird Millionär? Und wir starten natürlich direkt mit der ersten Frage. Was ist kein typisches Glückssymbol zu Neujahr? Schneeschaufel. Warum sollte auch eine Schneeschaufel Glück bringen? Wer oder was sind Chicken Wings? Frittierte oder Flügel? Boah, voll einfach. Was versteht man unter dem klassischen Liebestöter? Lange Unterhose. Bei welchem Pilz führt der Verzehr zum Tod? Was weiß ich? Wie nennt man Angehörige der UN-Friedensgruppe? Blaupausen. Ey, sick der! Ja, wahrscheinlich Blaupausen, oder? Wie kann man eigentlich so dumm sein und einfach sagen Blaupausen? Weil das wusste ich, es gerade nicht und ich habe einfach das Dümmste genommen. Welche Stückzahl sind ein Dutzend? 12. Wer ist die reichste Person in Entenhausen? Dagobert Duck. Was bezeichnet man als Humbug, Mumpitz oder Firlefanz? Unsinn. Genau. Bei welcher Tierart gibt es die Rasse Haflinger? Yeah! Welche Käsesorte stammt nicht aus den Niederlanden? Fuck! Globus! Okay, Huber. Wodurch rostet Eisen? Sauerstoff. Wie viele Kalorien nimmt man zu, wenn man 2 Gläser Wasser trinkt? 0. Einen lebenslustigen und unbekümmerten Menschen nennt man auch. Oder leichtfertig, oder leicht hin. Leichtfuß. Alles klar. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hui. Welche Wurst kann man nicht verzehren? Hanswurst. Genau. Der Euter ist voll Milch. Einen profilosen Reifen nennt man Slick Plick Lick Mlick. Slick? Slick. Profillos. Als Greenhorn bezeichnet man Blasinstrumente. Mann! Welcher Fall tut nicht weh? Beifall. Genau, Beifall. Oh. VIP. Das letzte Werk im Leben eines Künstlers nennt man auch. Schwanengesang? Boah. Ich dachte schon, ich hätte verkackt. Wie heißt der größte Münchner Stadtpark? Norwisch. Englischer Garten. Oh, alles klar. Woraus wird Wodka hergestellt? Ananas, Tomaten, Kartoffeln, Gurken. Was? Kartoffeln? Alles klar, als ob Kartoffeln. Wie heißt der berühmte Legals? Lied von Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Ich bin ein bisschen erkältet. Neurodermitis ist eine... Neuro ist... Haut oder nicht? Ja, weil ich kenne Neurologen, das sind Hautärzte. Und ja, da dachte ich mir Neuro. Wie wird das Gehalt eines Künstlers bezeichnet? Gage. Wahrscheinlich Gaggi oder March. Was? Hokus Pokus Fibus. Zauberspruch. Welcher dieser Fans ist das war? Ein Hund. Lassie. Wie nennt man die Vorder- und Rückseite einer Münze? Schrot und Korn. Avengers und Reverse? Ach, Avers und Reverse. Welcher Biss tut nicht weh? Imbiss. Alles klar. Die Fragen werden immer besser. Moderne Handys heißen auch Smartphones. Wer oder was wird gerne als die bessere Hälfte bezeichnet?
Ehefrau. Welche Club sind die gelben Engel? Der Ethik. ADAC. Wie nennt man eine neue leere CD? Rolling. Welches Gerät misst die Stärke von Erdbeben? Seismograph. Die Nationalmannschaft welches Landes wurde Fußball-Europameister 2016? Europameister. So geil? Ja. Boah, danke, ich wusste es nicht. Nach welcher Londoner Stadtbezirk ist der Nullmeridian benannt? Greenwich. Das weiß ich, weil wir es letztens Erdkunde gemacht haben. Oder halt vor einem Monat oder zwei. Keine Ahnung wann. Weißt du, die haben keine tropischen Regenwälder. Südasien, Afrika, Europa. In welchem Land liegt das Mittelgebirge Vogesen? Österreich? Frankreich! Oh, alles klar. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's auch von der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!